Und damit herzlich willkommen zurück zum Metro Exodus. Ich hatte ein paar Probleme mit den Aufnahmen. Beziehungsweise nicht mit den Aufnahmen an sich, sondern der sitzt ja immer noch. Mit YouTube. Ganz einfach. Das Hochladen hat hart rumgespackt. Das wollte ich nicht. Ich habe nämlich Dinge hochgeladen. Und YouTube hat sich halt so gedacht, Bruder, du hast sie zwar geplant, aber nicht so, wie wir das wollen. Und durch unser neues Creator Studio kann man gar nichts mehr verstehen. Ja, und dann ist das halt kacke geworden, ne? Und dann kamen 2 Tage keine Videos. Danke dafür, Obama. Ja, da tut mir sehr leid, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Hui! Na gut, außerdem ist keiner hier. Den lassen wir, wie gesagt, einfach so. Das ist mir eigentlich egal. Gut, dann sehen wir mal zu. Ich habe ein bisschen Munition nachgecraftet. Natürlich nicht wenig von der hier, die hatte ich ja noch. Wir gehen jetzt mal unten an der Straße lang. Oder unten, das ist ja halt eine Schiene lang. Da soll ja noch was sein. Das wird das da hinten sein. Schätze ich mal ganz grob. Das sieht aus wie ein Friedhof. Da werden bestimmt keine von diesen supergeilen Dudes rumpimmeln. Die ich total gerne mag. Die auch überhaupt nicht nerven, die da. Die finde ich ja total cool. Oh Gott, da sind richtig viele von denen. Gut, dann holen wir mal die Gun raus. Tu doch nicht so, als ob du tot bist, du Arsch. Schnauze! Ist er mit euch, ihr Fotzen? Ja. Ist auffällig. Die beruhigen sich auch wieder. Die da vorne beruhigen sich auch wieder. Freund. Ich finde das ja gar nicht so lustig, wenn ihr auf mich schießt. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich die gute Gun nochmal wechsle. Auf eine schallgedämpfte Pistole wieder. Alter! Cool. Ich wollte euch eigentlich auch nicht alle abknallen, aber ihr habt mich halt gehört.
Ist ein bisschen doof gelaufen für uns beide. Verdammt! Ich ergib mich! Du brauchst nicht so weit weglaufen, Arsch. Mir reicht. Ich ergib mich mal. Ja, Waffe ehrlich? Runter, Freund. Warum passiert die Scheiße eigentlich immer mir? Das hat der Typ sich im Flughafen auch schon gefragt. Entspann dich. Ich hab zwar auf mich geschossen, aber... Naja, macht ja nix. Ja, also wie gesagt, tut mir leid, irgendwie kam 3 Tage lang kein Metro, weil irgendwas falsch eingestellt war und ich es nicht mitgekriegt habe durch YouTube, danke. Jetzt kommt wieder regelmäßig, ich habe es ein bisschen abgeändert jetzt. Also ich habe die Tage umgeplant. Beim Upload-Plan war auch alles richtig drin, aber halt nicht hier. Nicht in YouTube. Und dann war das ein bisschen kacke leider. Da vorne ist noch irgendwas. Habe ich gerade Stimmen gehört? Ja, ich gehe davon aus, dass da hinten Menschen sind. Ich gehe mal nachgucken. Hab die Knarre gezückt. Okay, ich glaube, es ist das Nest hier. Bin mir aber nicht sicher. Könnte auch hier hinter irgendwo sein. Vielleicht hätte ich doch bei Nacht gehen sollen, weil es deutlich leiser ist. Ja, gut. Habe ich entdeckt. Au. Freunde. Ah, ich wollte gerade die Shotgun ziehen. Bruder. Bastard. Du Arsch. So. Jetzt ist es ja quasi nur die Straße runter. Nein! Jetzt ist ja quasi nur die Straße runter. Wir gehen aber nochmal hier rein. Das sieht ganz nett aus. Die Dudes nerven mich übrigens echt hart. Und es nervt mich auch echt hart, dass ich kein Radar habe, während ich diese Waffe halte. Nein! Böser Affe. Alter, sind die nervig, ey. Ja. Sagen, es glaubt ja nur, dass es Hilfe ist. Na, ist zu Ende. Okay, war klar, dass es keine Hilfe ist, mit mir zumindest. Bruder, Alter, ich hab keine Munition mehr, ey.
Die fressen ganz schön mit der kleinen Waffe. Ah, hier so ein Schrank noch. Ist auch kein Zettel. Ich werde, ich habe schon richtig viele Zettel übersehen, die ich hätte sehen können. Freddy hat ja gesagt, Metro ist für ihn ein bisschen zu langweilig geworden, weil ich halt alles mitnehme, ne, Gespräche und so. Aber ich muss ehrlich sagen, so würde ich ein Let's Play auch schauen. Naja, alles schön auf Deutsch, damit man sich das auch so, während man schläft, anhören kann. Oder halt, während man schlafen geht. Ist ja dann entspannter. Und halt allgemein. Mit allem, weil einfach interessant, finde ich. Es ist für mich persönlich interessant. Punkt. War ich hier nicht schon? Hier war ich, glaube ich, schon. Ja, hier war ich schon. Gut, dann gehen wir nochmal nach da oben irgendwo. Also ich glaube, dass wir hier schon waren. Könnte natürlich auch ein anderer Punkt einfach sein, nämlich jetzt kaputt bin. Ja, wir müssen nach da oben. Die Wüste finde ich echt ganz, ganz schön anstrengend. Ich fand das andere Gelände irgendwie geiler. Da konnte man den Viechern besser aus dem Weg gehen. Ich meine, die Viecher sind jetzt nicht so das Problem. Ich glaube, ich habe im alten Gebiet auch nicht so viel erkundet, weil ich halt noch nicht verstanden hatte, wie das Erkundungssystem funktioniert. Lass mich raten, das sind die fünf Typen da vorne. Ja, habe ich gesehen. Und weg. Und weg. Wollen wir kurz noch gerade gucken. So, haben wir auch erkundet. Ich wüsste wirklich zu gerne, wo mein verficktes Auto ist, aber ich sehe es. Ich sehe es auf der Karte, ne? Ach Gott, es ist da ganz hinten. Wollt ihr mich verarschen, Jungs? Jetzt habe ich nur 17 Schuss, Alter. Das war harte Ammo. Das war harter Ammo Waste, muss ich sagen. Aber richtig hart. Achso, warte mal, ich muss wieder so machen. Dann kann ich wieder laufen. Jo, mal ganz kurz das Auto, ne? So eilig haben wir es ja jetzt auch nicht. Haben wir erst 12 Minuten, also Viertelstunde knapp, Hälfte der Zeit ist rum. Dann holen wir nämlich mal ganz kurz das Auto. Okay, ich dachte gerade, wir wären ein großes Vieh. Dann holen wir nämlich ganz kurz das Auto und dann fahren wir zurück zur Aurora. Oder wir fahren nochmal. Wir müssen ja nochmal kurz nach da oben hin. Stimmt ja. Alter. Mein Fuß tut übrigens gerade so ein bisschen weh. Es kommt auch immer darauf an, wie ich ihn halte. Ein bisschen unangenehm. Er ist auch dick und blau. Also dick ist er nicht mehr. Ich kann mal kurz nachgucken, ob er wieder dicker geworden ist. Ja, das Blau nimmt auch gerade ab. Aber so ein bisschen rot ist er auch. Aber ich denke, das wird schon alles gut sein. Keine Sehnen gerissen. Keine Bänder gedehnt, hoffe ich. Hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ach, die Kleinen. Die sind, ich glaube, die sind nicht mal feindlich. Also ich glaube, die haben Angst vor mir und hauen ab. Finde ich gut, finde ich gut. Ja. Wie gesagt, ich muss morgen arbeiten. Also Sonntag. Also für euch vor 2 Tagen, glaube ich. Ist das da meiner? Ja, das ist meiner. Okay. Bin dumm. Ist halt eine Woche her oder so, dass ich aufgenommen habe für mich. Alter, wie fährt man denn hier? Ihr übertreibt es und wir werden euch in eure Grenzen verweisen. Stefan, Nase, kommt her. Wir müssen einen Einsatz besprechen. Diese Scheiße gerät außer Kontrolle. Ich wollte eigentlich warten, bis die übrigen Jungs vom Raubzug zurückkehren, aber wir haben keine Wahl mehr. Die neue Bande ist durchgeknallt und muss erledigt werden. Ja, du bist nicht der Baron, also entspann dich mal, ja?
Aber ich werde ihm nicht den Gefallen tun und den anderen erledigen. Und wenn ich ihn erledige, dann erledige ich den richtigen auch noch. Wenn Baron, dann beide. Dann mache ich kurz einen Prozess, ey. Also das reicht mir dann auch, ne? Ich habe seinen Plan ja so halbwegs verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum er so zusammenhangslos geredet hat. Bang. Da musste ich mal kurz von der Straße abweichen, Entschuldigung. Hämmer! Arschloch. So, jetzt müssen wir nochmal ganz in den Norden. Da habe ich nämlich irgendwas vergessen. Und da fahren wir mal eben schnell hin, würde ich sagen. Wir haben ja scheinbar auch keinen Sprit. Bang! Scheibenwischer wird helfen. Wir haben ja scheinbar auch keinen Sprit, das heißt, wir können endlos weit mit dem Ding fahren. Und falls nicht, ist ja nicht unsere. Unser Plan ist ja eigentlich immer noch nur hier, Sprit und Wasser zu holen für die Aurora. Die wollen sie auf Dieselkraftstoff umbauen, anstatt auf Kohle ist jetzt gerade, Kohle und Holz. Also Brennstoff halt. Oh, man kann durch die Dinger durchfahren. Das ist cool. Ich glaube, in die Richtung hier war ich auch noch nicht so richtig unterwegs. Das heißt, hier könnten uns jetzt auch noch Gegner erwarten. Ich habe mich gerade erschreckt vor der Feuersäule da. Ich dachte, irgendwas ist draußen mit mir vorbeigefahren. Bin ich jetzt falsch abgebogen? Ja. Was bist du? Das ist ein Haus hier. Ich glaube, das ist einfach ein Haus. Ja, ist es. Das mit Dynamit gesichert war. Cool. Hallo! Danke. Ja. Kleine Hütte. Keine Werkbank. Also glaube ich zumindest. Lagerfeuer. Echt keine Werkbank? Okay. Na gut, nicht bei jedem Haus eine Werkbank, ne? Oder ist hier eine drin? Ne, keine Werkbank. Okay. Easy. Gut, wir wollen aber weiter nach da vorne. Ich glaube, wir wollen das Ding da angucken. Seht ihr so richtig? Ja. Wir wollen uns das Ding da. Ups. Ups. Hallo. Was auch immer das war? Na, wir gucken uns hier nochmal um kurz. Und da ist noch irgendwas. Und da ist auch noch irgendwas. Oh, da ist ein Gargül. Oder halt ein Dämon. Da oben drauf waren wir. So, habe ich noch 4 neue Orte oder was? Nein, okay. Damit kann ich leben. Gut. Gut, ich würde sagen, da gehen wir mal kurz hin, oder? Wie weit ist denn das? Ist nicht so weit, ne? Nee. Oh, wir können auch fahren, ein Stückchen noch. Ich will nur nicht ganz ranfahren. Da ist es, oder? Ich will nur nicht ganz ranfahren, ganz einfach, weil... Ne, wenn da Leute sind, die sollen es ja nicht sehen. Wir wollen ja leise vorgehen. Ich habe jetzt irgendwie in letzter Zeit sehr viele erschossen. Was ich gar nicht wollte. Wirklich sehr, sehr viel. Alter, das Ding hat einen Wendekreis wie ein Panzer, wie ein Bus, ey. Und glaub mir, ein Bus hat echt einen großen Wendekreis. Hier war da ein Punkt, oder? Ja.
Dahinter sind auch Menschen. Zumindest ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug deutet für mich immer auf Zivilisation zu. Hin. Bevölkerung. Okay. Tote. Ziehen wir mal eine Gun. Ich sehe erstmal keinen. Tür ist offen. Wir können, ja, natürlich ist er trotzdem abgeschlossen. Natürlich. Wo die Tür offen ist, ist er abgeschlossen. Gehen wir hier hoch. Darf man hier hoch? Nein. Wirklich nicht? Nein. Okay, das finde ich doof. Also sowas finde ich immer kacke. Speichern hier vor mal, weil ich möchte jetzt leise vorgehen. Nicht laut. Guck natürlich, ob hier Drähte am Boden sind. Nee, da ist niemand. Was soll ich bloß hier? Würden die Primitiven ihren eigenen Leuten helfen? Hör mal, warum legen wir den Mistkerl nicht einfach um? Wieso sich für ein Stück Scheiße so viel Mühe geben? Du begreifst es nicht. Du musst überlegen, was du tust. Darin ist der Baron allen anderen 10 Schritte voraus. Ach. Na, der kauft den Wichser ein und lässt ihn die anderen in Schach halten. Echt jetzt? Wer nicht der Erste, weißt du? Wenn wir ihn jetzt kalt machen, wird er zu ihrem Märtyrer. Lassen wir ihn aber nach unserer Pfeife tanzen, ist das schon was anderes. Und seinen Leuten wird ein schönes Exempel statuiert. Klar? Also gut, jetzt verstehe ich das auch. Der Baron ist echt gerissen. Nee. Ein ruhiges, sicheres Plätzchen. Etwas entspannt. Was gibt es Besseres? Tja, so ist das halt. Naja, hätte auch schlimmer kommen können. Zum Beispiel, wenn sie uns an die Wand gestellt und erschossen hätten. Aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Leise. Der lebt übrigens noch, also unser Melder müsste den eigentlich auch noch... Ah ne, der meldet in der Bewegung. Ja, gut, ne? Hey, wer ist das? Hinter dem Wagen. Seht ihr das? Da! Was ist das? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Können wir jetzt was zum Futter gebrauchen? Du auch? Du siehst mich nicht. Ich verstehe. Naja. Ich bin sicher, hier hat sich irgendwas bewegt. Ich bin unsichtbar, Jungs. Falsche Richtung. Das war Risiko. Aber es hat ganz gut funktioniert. Jetzt 24 Minuten, ich würde sagen... Wir nehmen die Basis nochmal kurz auseinander. Ich hätte gerne die Shotgun, weil die ist kleiner. Na los, ergib dich endlich! Du kannst nirgendwo hin! Keine Sorge, wir tun dir nichts. Der Baron macht dir ein Angebot, dass du... Ich möchte den Hundi nicht umbringen, okay? Okay. Nee. Kann man Hundis ausschalten? Ist die Frage. Ohne sie umzubringen.
Das sind jetzt die zweite und dritte Hund, den ich in diesem Spiel sehe, ne? Jetzt möchte ich wissen, ob man die nicht umbringen kann. Ansonsten werde ich sie leider töten müssen. Oder ich versuche, also ich versuche gleich auf jeden Fall nochmal, ohne sie zu töten, an ihnen vorbeizukommen. Ich weiß nicht, wie gut die riechen, ne? Kann also sein, dass man einfach ihnen vorbeikriechen kann. Die trampeln ganz schön laut für Hundis. Lassen die auch wieder ab von mir, nachdem sie mich aus den Augen verloren haben? Das ist jetzt interessant herauszufinden. Feind in Sicht! Oder wo kommt ihr her? Ich hier hochgehen? Ich kann hier hoch. Okay. Also nur mal so. Ich finde es unglaublich beschissen, dass man an manchen Stellen einfach hochklettern kann, wo es aussieht, als ob man da nicht hochklettern kann. Und an manchen Stellen, wo es aussieht, als ob man hochklettern kann, kann man nicht hochklettern. Das finde ich dumm. Ja? Und das nur mal nebenbei. Aber das lasse ich mal außen vor jetzt. Ja, das Spiel kann ja nicht alles gut machen. So, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich hier hochgehen kann. Okay, zum Beispiel hätte ich erwartet... Ah, doch, man kann hier auch. Perfekt. Gut, aber ich wollte ja hier schon hochklettern. Aber das ging ja irgendwie nicht, also es wäre wahrscheinlich scheinbar doch gegangen. So, zack. Sniper rausgeholt. Ist er ein Feind? Gut, also da unten sind zwei Dudes und zwei Köter und die zwei Köter würde ich gerne nicht am Hacken haben. Das heißt, ich gehe hier in die Höhle. Ich werde gleich nur testmäßig die Bude leer räumen. Das war die erste gut animierte Schlange. Achso, ich habe keine Munition. Ups. Hier war ja auch noch wertlose Scheiße. Wenn wenigstens ein Buch gewesen wäre oder sowas. Hä? So, wir machen mal was. Der hat da hier so eine Leiter hochgezogen, okay. Was gibt es Schöneres als ab? Wer?
Hat mich gerade durch die Wand durchgesehen? Was ist das? Ich sehe den Feind! Der Doggo tut mir sehr leid. Kann mich verarschen? Ich habe ihn unter Beschuss. Umzingelt ihn. Junge, willst du mich verarschen? Ich habe nicht so viel Munition, du Arsch. Junge! Ich hab nicht so viel Munition, Leute. Wie kommst du hier über... Wie kommst du überhaupt hin? Aua. Denke ich. Das will ich auch für dich hoffen. Blöder Arsch. Schnauze jetzt. Alter. Ach ja, stimmt, das ist ja gar keine AK hier. Das ist ja diese andere Waffe. Da haben wir ein bisschen Munition wenigstens. Also. Ich glaube, es gibt keine vernünftige Möglichkeit, Hunde leise auszuschalten. Also, klar, ich kann sie erschießen oder mit Wurfmessern kaputt machen. So möchte ich aber eigentlich gar nicht. Ja, dann wäre es vielleicht immerhin nicht zu dieser lauten Auseinandersetzung gekommen. Naja. Ach, guck mal, der Junge hat mir hier so ein Treppchen runtergewürfelt. Der mag mich scheinbar. Netter. Eine nette Annette. Er hat sich gerade erschossen, Alter. RIP. Abschiedsbrief. Du hast mich gerettet und ich danke dir dafür, aber ich bin schon so gut wie tot. Ich habe nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt, denn ich habe mein Volk in den Tod geführt. Sie glaubten alle, dass wir gewinnen könnten. Ich beschloss, die Schlacht zu beginnen, nicht mehr abzuwarten. Habe ich nicht recht? Aber jetzt sind alle tot. Damit habe ich verloren. Nicht sie. Und es waren sie, die starben, nicht ich. Das ist meine Schuld, meine Sache. Und mit dieser Schande kann ich nicht mehr leben. Ich muss meinem Volk jetzt folgen. Asen. RIP, Digga. Aber hast mir ein nettes Lager zurückgelassen auf jeden Fall. Hä, hier lebt ja aber scheinbar irgendwann noch. Warte mal, wo denn? Der da? Digi, der ist tot. Mein Radar denkt, der lebt noch. Nein. Nein, der lebt nicht. Jut, ich muss mal ein bisschen, extra helle Taschenlampe. Prüfen wir die hier. Ah, die ist cool bestimmt. Keine Ahnung, wie man das wechselt. Das soll hier doch eigentlich. Entschuldigung. So. Jetzt mache ich das nochmal. Und das ist die Taschenlampe. Wieso geht so hell? Aber da steht doch, dass man so ein Wärmesichtding hat, oder nicht? Ich dumm. Wärmebildkamera und restlich Verstärker. Okay, und das hier? Ist dann die helle Taschenlampe, die ist, oh, diese war nicht deutlich heller. Habe ich schon ein bisschen heller, ne, aber. Und wie viel Munition habe ich jetzt noch? Ich brauche für die unbedingt neue. Ne, nicht für die, für die hier.
Machen wir noch kurz Munition, dann meine ich den Part. Ist auch schon wieder ein bisschen überzogen hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, wir haben sogar volle Munition, cool. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.